Yo, was geht, Awesome Crew? Schön, dass ihr am Start seid. Die letzte Woche war ziemlich cool, Leute. Zu einem durfte ich ein Videoprojekt umsetzen, das sehr spannend für mich war. Also in Sachen Video, in die ich mich beruflich entwickeln möchte, wird es immer besser, worüber ich mich sehr freue. Außerdem hatten wir unser zweites Awesome Crew Meetup, in dem wir uns einfach unterhalten haben. Und wir haben uns irgendwann um 1 Uhr getroffen und irgendwann war es 5. Wir haben über alle möglichen Themen geredet. Meditation, Persönlichkeitsentwicklung, unsere Stärken, unsere Schwächen, wie wir uns gegenseitig helfen können, und ganz zum Schluss haben wir uns sogar unsere Ziele aufgeschrieben, die wir bis zum nächsten Treffen erreicht haben möchten. Und genau davon rede ich immer wieder, Leute. Alleine als einzelne Person ist es extrem schwer, irgendwie vorwärts zu kommen oder seine Ziele im Auge zu behalten. Aber wenn man den Rückhalt von so einer Crew hat, von einer Gruppe hat, ja, ist das Ganze so viel leichter und vor allem macht es viel mehr Spaß, und deshalb war dieses Treffen mega awesome. Im heutigen Motivationsmontag möchte ich über ein Thema reden, auf das ich auch letzte Woche gestoßen bin, und zwar bei einem Gespräch mit einem Fitnesstrainer bei mir im Studio. Dieses Gespräch war sehr interessant und hat mir extrem geholfen, und irgendwann sind wir auf einen Punkt gekommen, den ich sehr, sehr wichtig finde und deshalb unbedingt mit euch teilen möchte. Wie manche von euch wissen, habe ich mich im Rahmen meiner Awesome Crew Challenge dazu entschlossen, jede Woche 3-mal zu trainieren und das Ganze 12 Wochen lang durchzuziehen. Jetzt mache ich das Ganze schon seit 3 Wochen und ich muss sagen, es läuft richtig, richtig gut. Ich habe mir einen Trainingsplan erstellt, den arbeite ich immer montags, mittwochs und freitags ab, tak. Und ich muss sagen, die ersten Ergebnisse sind super und ich fühle mich richtig gut und das Körpergefühl ist einfach richtig da, so ungefähr. Ja. Aber vor kurzem dachte ich mir, vielleicht ist das gar nicht so richtig, was du da machst, weil den Trainingsplan habe ich mir, wie gesagt, selbst erstellt und ich bin kein Fitnesstrainer, kein Guru oder irgendwas, ja. Warum gehe ich nicht einfach mal hin und frage einen Experten, wie man das Ganze macht? Und genau das habe ich getan. Ich bin dann hingegangen, habe einen Termin ausgemacht und dann kam mein Coach Ricardo zu mir und hat mir einfach Fragen gestellt, so, was möchte ich erreichen, wo sind meine Problemstellen irgendwie körperlich und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat er dann aber festgestellt, durch meine Antworten, dass ich eigentlich schon weiß, was ich tue, weil ich habe mich vorher schon informiert und ich habe diesen Plan irgendwie schon mit gutem Gewissen zusammengestellt, ja. Aber er war nur so verwundert, warum kommst du zu mir, wenn du schon irgendwie alles weißt, was du machen sollst? Und so habe ich ihm das dann auch gesagt, weil ich habe keine Ahnung, ich bin nur so Laie und ich möchte eine Expertenmeinung zu diesem Thema haben. Und er war nur so verwundert, weil oft fragen ihn nicht mal Leute, die gar keine Ahnung haben, und diese machen das dann immer falsch und er denkt sich so, wow, ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber er kann nicht einfach hingehen und sagen, mach das so richtig, so ungefähr, ja. Und genau darum geht es, Leute. Man sollte nie Angst haben zu fragen. Ich meine, warum hat man Angst zu fragen? Oft ist es, glaube ich, so, weil man Angst hat, ausgelacht zu werden, weil man Angst hat, für dumm abgestempelt zu werden, diverse andere Gründe, oder dass man zu Google weitergeleitet wird. Ich meine, das gibt es auch, ja, dass Leute sagen, du fragst was und dann so, frag doch Google, obwohl sie die Antwort wissen und dir einfach sagen können, frag doch Google. Und naja, lasst euch von diesen Leuten nicht einschüchtern, aber auch generell, lasst euch überhaupt nicht einschüchtern, eine Frage zu stellen. Für mich ist es auch so, wenn ich irgendwie irgendwo Neues hingehe, zu einem Seminar gehe oder irgendwas Neues lernen möchte. Die Grundeinstellung ist, ich bin der Dümmste hier im Raum. Weil so gebe ich meinem Hirn die Möglichkeit, alles aufzunehmen, anstatt zu behaupten, ja, ja, ich weiß schon, und sperre dann alles ab und mache irgendwas anderes nebenbei. Nein, ich bin der Dümmste im Raum und ich möchte alle Informationen. Und das ist kein Problem, dumm zu sein. Ja, weil wir möchten ja Neues lernen und so geben wir uns die Möglichkeit, Neues zu lernen. Und hey, Überraschung, wenn man Fragen stellt, am Ende weiß man mehr und ist man gar nicht mehr so dumm, wie man gedacht hat oder wie andere Leute das gedacht haben. Und ganz ehrlich, Leute, die einen auslachen für das, was man nicht weiß, was... Naja, da brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Und genau das möchte ich euch heute mitgeben, Leute. Keine Angst. Ich habe dadurch erfahren, dass mein Plan eigentlich ganz gut war, aber ich viel zu viel gemacht habe, ich viel weniger machen kann und somit mein Körper schon aber mehr Resultate erzielen. Und hätte ich das nicht gefragt, hätte ich das nie gewusst. Und deshalb solltet ihr das auch machen. Nicht nur körperlich, das gilt für alles im Leben, ja. Wenn ihr einen neuen Skill lernen wollt, dann möchtet, dann fragt jemanden, der wirklich Ahnung darin hat, was ihr machen sollt. Ungefähr. Weil wenn ihr das jahrelang falsch macht, die Übung jahrelang falsch macht, werdet ihr irgendwann feststellen, ouch, das tut weh nach 2 Jahren. Und was habt ihr denn falsch gemacht? Ihr habt zwei Jahre lang einfach das komplett falsch trainiert sozusagen und jetzt müsst ihr alles wieder rückgängig machen. Und genau das wollen wir, glaube ich, nicht. Und das ist es für das heutige Motivationsmontag-Video. Ich hoffe, es hat euch getaugt und bitte gebt mir Feedback zum Motivationsmontag. Taugt euch das hier, das Ganze? Oder was kann ich besser machen? Und da sagt ihr, Paul, lass es lieber bleiben, das interessiert uns gar nicht. Oder
andere Themenvorschläge. Ich bin dankbar über alles, weil ich mache das für euch und wenn ich das Ganze besser machen kann, freue ich mich natürlich sehr. Genau, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn es euch getan habt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Haut ihr einmal auf den Button drauf, einmal werdet ein Teil unserer Awesome Crew. Wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, stay awesome und habt eine schöne Woche. Bis dann, haut rein. Peace!